Die Feuerwehr Möcklinger wurde um kurz nach 13 Uhr am heutigen Donnerstag hier nach Möcklingen in den Hölderlinweg alarmiert. Zusammen mit der Feuerwehr Heubach. Zuerst gemeldet war ein Zimmerbrand. Bei der Ankunft des ersten Zugführers wurde sehr schnell festgestellt, dass es sich um ein weitaus größeres Einfamilienhaus handelte, das nahezu komplett verraucht war. Im Haus war ebenfalls gemeldet, waren zwei Personen, die konnten von zwei Atemschutztrupps gerettet werden und im Rettungsdienst übergeben werden. Die Schwierigkeit in der ganzen Geschichte, die stellt sich so dar, dass wir jetzt in akribischer Kleinarbeit die komplette Dachhaut öffnen müssen, um an die gesamten Glutnester ranzukommen. Das Ganze wird sich auf alle Fälle noch bis in die späte Abendstunde hinziehen. Es sind insgesamt die Feuerwehr Möcklingen, die Feuerwehr Heubach, die Feuerwehr Lautern, die Feuerwehr Böbingen und die Führungsgruppe der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein im Einsatz. Insgesamt ca. 60 bis 80 Kameraden. Möcklingen, wir sind gerade hier im Brühlfeld in Möcklingen. Da steht ein Gebäude im Vollbrand. Zwei Personen waren drin, sind von der Feuerwehr gerettet worden, nachdem alarmiert wurde ist. Die sind jetzt im Rettungsdienst übergeben. Die sind soweit, ja, man weiß noch nicht genau, wie es denen geht. Die sind im Krankenhaus. Wir hoffen, dass es denen gut geht. Die Feuerwehr ist unterwegs aus Möcklingen, aus Böbingen, aus Heuchlingen und aus Lautern. Die Einsatzgruppe der VG Rosenstein ist auch hier vor Ort, also mit, ich glaube, über 50 Personen sind es insgesamt. Und wir hoffen jetzt, dass es zumindest für die Personen glimpflich abgeht. Das Gebäude ist wohl, ja, der Sturm macht die Sache natürlich auch nicht einfacher. Der facht die Brände immer wieder an. Das ganze Gebäude brennt von oben bis unten. Das ist eine relativ schwierige Sache. Wir haben drei Verletzte, einer davon sehr schwer verletzt, zwei andere eher leichter verletzt. Der Rettungsdienst mit ca. 20 Leuten hier. Wir haben vier Rettungswagen, zwei Notarztwagen, die jetzt inzwischen abgerückt sind mit den Patienten auch in die Krankenhäuser. Wir haben jetzt noch einen Rettungswagen mit Besatzung und die Bereitschaft in Möcklingen haben wir noch hier. Die Schnelleinsatzgruppe ist jetzt gerade eingetroffen. Die besorgt jetzt einen Rettungswagen, um den hiesigen Rettungswagen aus dem Regelrettungsdienst abzulösen, dass der wieder im Rettungsdiensteinsatz da ist. Das ist besser wie das Gebäude, wir sind jetzt in der Höhe. Wir sind hier so der Grenzdauer.